Hallo zusammen. Ich möchte ganz kurz die Frage beantworten: Wie sollte man damit umgehen, wenn die Zucchinis im Laufe des Jahres Mehltau bekommen, so wie meine hier? Den echten Mehltau erkennt ihr an den weißen Flecken auf der Blattoberseite und die Flecken könnt ihr so verreiben. Das ist typisch für den echten Mehltau und das ist ganz oft bei den Zucchinis, dass die das im Laufe des Jahres bekommen. Bei mir ist jetzt fast die ganze Pflanze befallen und ja, was mache ich da jetzt? Da könnte man jetzt einen Riesenaufwand betreiben, um die Pflanze mit Gewalt gesund zu halten oder den Mehltau zurückzudrängen. Aber ich bin da ganz pragmatisch und lasse die Pflanze einfach wachsen. Ich mache gar nichts. Ich schaue nur, dass die Pflanzen im Umkreis keinen Mehltau bekommen und sonst lasse ich die Zucchini einfach in Ruhe wachsen. Denn sie trägt jetzt nach wie vor Ende August so viele Zucchinis, ich kann die gar nicht essen. Und aus gesundheitlicher Sicht ist es total unbedenklich, wenn die Blätter Mehltau haben, da könnt ihr die Zucchinis wunderbar genießen. Also macht euch keinen Stress, lasst die Pflanze einfach wachsen. Ich hoffe, das Video war euch eine Hilfe. Tschüss!